Herzlich willkommen. Das Thema heute, das Läuferknie. Der Name ist Programm, schmerzhafte Veränderungen am Knie bei Läufern und Läuferinnen. Sandra, du bist Läuferin, du hattest ein Läuferknie. Danke, bist du hier. Vielen Dank. Das Läuferknie trifft viele Läufer, aber nicht nur, sondern auch Wanderer, Wanderinnen in den Bergen, speziell wenn es steil bergab geht, aber auch beim Spazieren oder im Alltag. Ursache ist eine Fehl- und oder Überbelastung der Sehne seitlich am Knie und das genau wollen wir uns jetzt anschauen. Sandra, wie hat das bei dir begonnen? Das kam schleichend über Wochen, Monate. Ist nichts Besonderes passiert. Aber beim Laufen, also es hat beim Laufen begonnen? Ja, beim Laufen. Ja. Ich war damals sehr oft joggen. Ja. Wie oft? Zwei, dreimal in der Woche sicher. Mhm. Ja. Und die Schmerzen, wenn sie aufgetreten sind, kamen die dann eher plötzlich oder langsam? Die kamen eigentlich sofort, immer jedes Mal wieder, wenn ich angefangen habe zu laufen. Also sozusagen beim ersten Schritt? Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich einschneidend für die Laufkarriere und das Laufvergnügen und auch damit für die Lebensqualität. Mhm. Ja. So die, und du hast ja anderthalb Jahre hattest du das, bis wir uns dann gesehen haben. Lange gewartet, bis ich etwas gemacht habe. Warum eigentlich? Ja, ich gehe nicht so schnell zum Arzt und habe dann gedacht, es geht dann schon vorbei. Ich habe dann noch sicher ein halbes Jahr, ein paar Monate einfach mal nicht gejoggt, aber es hat sich nichts verändert. Ja. Jetzt schauen wir uns die Anatomie noch ein bisschen genauer an, was eigentlich da los ist bei dem Läuferknie. Genau. Wir sehen hier seitlich am Oberschenkel von der Hüfte bis runter zum Knie eine Struktur. Hier oben ist der Muskel, der heißt Tensor fasciolare und dann gibt es ein Band, so Generalstabstreifen hier runter bis zum Knie, das ist der Tractus iliotibialis und der setzt dort unten dann am Schienbein an. Und genau dort unten im Kniebereich, zwischen Gelenkrolle und dieser Sehne, dort kommt es eben mechanisch zum Problem. Ich habe noch ein zweites Bild, das das illustriert. Ja, hier so in diesem Bereich, da entstehen die Probleme durch Fehl- und Überlastung. Jetzt, du bist in die Therapie gegangen. Was hat dort stattgefunden? Also zuerst hat man mich mal ausgemessen und gesehen, dass ich auch eine Fehlhaltung habe. Dann hat man diese Muskeln manuell bearbeitet und ich habe dann auch noch Übungen bekommen, die ich zu Hause machen musste. Das ist also der klassische Dreiklang, zuerst die Diagnostik und dann die manuelle Therapie, lokal, dort wo es weh tut, mit Querfriktion und all die Dinge, die dann die tollen Therapeuten machen. Genau. Und drittens dann die Aktivübungen, die diese Fehlhaltung, die diagnostiziert worden sind, korrigieren. Ganz genau. Jetzt schauen wir uns noch so eine Aktivübung, so eine Übung mal an. Das Runner's Knee oder Läuferknie, da ist eine gute Übung, außen die Spannung am Knie zu lösen. Du nimmst deine Hand und beginnst so den Tractus, dieses derbe Band, etwas zu packen und zu schütteln. Die andere Hand greift unten am Knie an den Schienbeinkopf. Und jetzt verlagerst du leicht das Gewicht so im Halbkniestand nach vorne, drehst dabei den Schienbeinkopf etwas nach innen, während du außen so dieses Lockern und Schütteln behältst. Eine gute Übung, die Spannung abzubauen, immer wieder mal zwischendurch machen, das hilft. Je regelmäßiger, umso besser wird die Struktur wieder durchblutet und so sollte es gelingen, dann mit den restlichen weiteren Trainingsübungen hier wieder fit zu werden, um wieder schmerzfrei rennen und laufen zu gehen. Jetzt sag mal, wie lange hat das bei dir gedauert, bis die Schmerzen verschwunden sind? Ich würde sagen, ich war 3-4 Mal in Therapie und dann war das weg. Das ist schon erstaunlich. Sehr, ja. Und du hast sicher vorher auch schon andere Therapien ausprobiert. Ja, ich war mal ein paar Mal in der Osteopathie und es hat gar nichts gebracht. Ja, und Physio? Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ja, ja. Geheimtipp, Physiotherapie. Okay. Gut,
Jetzt geht es darum, wir haben vorher eben diese Übung gesehen, wie man diesen Muskel, wie man den lockern kann, weil das Kniegelenk ist ein Drehscharniergelenk und dieser Muskel auf der Seite, wenn der zu viel Spannung hat, der stresst eben das Knie. Und jetzt geht es darum, eben das dann beim Joggen umzusetzen. War das schwierig für dich, diese Übungen dann im Joggen umzusetzen? Nein, es war nicht schwierig. Man muss einfach daran denken. Ja. Und wenn man das macht, dann irgendwann ist dann das Usus. Mhm. Also es wird dann so zur Gewohnheit. Richtig. Schauen wir uns an. Wir sehen hier Sandra jetzt auf dem Laufband beim Beinachsentraining. Erster Punkt, die Beinachsen sind schön gerade, keine X, keine O-Beine. Und zweiter Punkt, die Knie sind unverdreht. Ja, das, was wir vorher geübt haben, wird jetzt hier angewandt, Oberschenkel nach außen, Unterschenkel nach innen, sodass die Kniescheiben schön nach vorne. Und ganz unten die Füße, Fußachsen schön parallel, keine Knickfüße, kein Wegknicken nach innen, nach außen. Genau so soll es sein. Jetzt habe ich gleich noch eine zweite Sequenz. Sag mal, du bist ja eben hier am Joggen. Erzähl mal. Ja, genau, das ist gerade diese Woche. Endlich kann ich wieder rausgehen und im Wald joggen. Am liebsten mit einer Freundin zusammen. Ja, ich bin mega froh. Funktioniert das wieder. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Das muss man sagen, das geht nicht immer so einfach. Ja, hatten wir Glück. Ja. Aber die Fehlbelastung war identifiziert. Die Behandlung und Befähigung, ja, die zwei Dinge gehören zusammen, Behandlung und Befähigung, ja, das hat gut geklappt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Bevor wir aufhören, hast du noch einen Tipp? Ja, es gibt so viele Läufer und Wanderer, die davon betroffen sind. Ja, genau. Also wenn es schmerzt und wirklich außen am Knie schmerzt, dann empfehle ich wirklich, in eine Therapie zu gehen. Und die Leute dort, die wissen, was zu tun ist und können helfen. Und wenn man diese Übungen durchführt, dann bin ich sicher, dass es ganz schnell auch wieder gut kommt. Und dafür danke ich auch der Spiraldynamik, dass ich da so schnell wieder im Wald joggen gehen kann. Vielen Dank. Ja, danke Sandra, dass du hier warst. Weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Das Läuferknie, ja, ist ein, wie gesagt, häufiges Problem. Entscheidender Punkt ist, die Fehlbelastungsursachen zu finden. Das ist beispielsweise der Pelvic Drop oder das Kneeing In oder verkürzte Muskeln, sei es der Quadrizeps, die Adduktoren oder auf der Außenseite. Ja, das ist, oder das, die Ursache liegt am Fuß. Wir haben dort einen Knickfuß, zu harter Aufprall. Also es geht immer darum, den Fuß, Knie und Hüfte, Becken, das gemeinsam anzuschauen. Ist die Ursache einmal erkannt, kann sie auch gezielt behandelt werden. Menschen sind viel öfters dazu imstande, Fehlbelastung zu erkennen, zu korrigieren, als man vielleicht meint. Aber Voraussetzung ist, dass sie das eben sehen und verstehen, damit sie es nachher ändern können. In diesem Sinne viel Erfolg. Danke fürs Interesse.